Also in diesem Bereich ist ja recht viel los, ne? Also für diese Maschinen interessieren sich viele Leute, oder? Absolut, weil gerade der Gartenlandschaftsbau, Hoch-, Tiefbau ist ein boomender Markt natürlich auch. Und gerade in dem Bereich der Steintrennmaschinen ist es natürlich wichtig, Maschinen zu haben, die effektiv arbeiten, leichtgewichtig sind und nicht mal wegzudenken, auch im Gartenlandschaftsbau natürlich. Die müssen natürlich auch eine gewisse Flexibilität haben, oder? Weil ein Stein ja nicht immer nur gerade. Richtig. Erstmal ein großes Pendant ist natürlich der Transport zur Baustelle. Mhm. Das ist hier recht einfach gewährleistet. Ich habe unterklappbare Beine hier bei dem Gerät. Das heißt, ich kann es selbst im Kombi relativ gut verfrachten, ohne dass ich große Werkzeuge anlegen muss. Wichtig ist hierbei auch, dass man sagt, man hat eine kleine, kompakte Maschine, die aber trotzdem eine extrem lange Schnittlänge aufweist. Okay, ja. Wir gehen also über den Rand eigentlich hinaus und haben mit einer kleinen Maschine eigentlich das erreicht, was wir sonst mit der großen machen müssten. Ja, ne? Ja. Absolut klasse bei den Dingen. Was auch ein Schwachpunkt ist bei jeder Maschine, die bereits im Markt ist, die Geräte sind relativ schwer sauber zu halten. Mhm. Da geht Gölz einen anderen Weg. Gölz sagt ganz einfach, okay, wir haben eine herausnehmbare Wasserwanne hier. Die kann ich, wenn ich sie hier entregle, habe ich die Möglichkeit, die nach vorne rauszuziehen, kann sie sauber machen und habe somit auch keine Probleme im Nachhinein mit meiner Wasserpumpe. Ist das natürlich auch schnell eine Schweinerei, wenn man Steine schneidet. So ist das. Ja, weil ich zerschneide Steine und habe natürlich dieses Schneidmehl, was entsteht, was über die Wasserpumpe dann natürlich gefiltert werden muss. Und wenn ich die Maschine nicht sauber habe, ich einen Schwachpunkt. Deswegen ist Sauberhalten immer ganz wichtig bei der Maschine. Ja. Das erleichtern wir natürlich hier über die herausnehmbare Wasserwanne. Ganz und einfach. Sie müssen aber Steine auch nicht nur gerade schneiden. Richtig, genau. Immer öfter kommt es auch vor, gerade Mosaikverarbeitung, dass die Leute sagen, ich hätte gerne gewisse Sichtkanten und die hätte ich nicht gerne in 90 Grad, sondern ich hätte gerne in 45 Grad geschnitten. Können wir serienmäßig auch bei dieser Maschine machen. Das heißt, ich habe hier die Option auch, dass ich wirklich bis 45 Grad auch eine relativ schöne Sichtkante schneiden kann. Das und somit haben wir also ein Rundumpaket, was eigentlich alles aufweisen kann. Super. Ja? Vielen Dank für diesen Einblick. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Messe. Das können wir brauchen. Vielen Dank.